liebe Schwestern, liebe Brüder. In Nordrhein-Westfalen ging in dieser Woche wieder die Schule los. Viele Kinder wurden dieses Jahr unter ganz besonderen Bedingungen eingeschult. Alles war ein bisschen anders als sonst. Aber trotzdem konnten wir zum Glück auch Schulgottesdienste feiern zur Einschulung. Das Leben unter den Segen Gottes stellen. Und besonders natürlich einen neuen Lebensabschnitt. So wie es nun für die Iderzchen, die Erstis war. Ein neuer Lebensabschnitt begann. Und da ist es gut, Gott um seinen Segen zu bitten. Und wir haben in den Gottesdiensten jedem Kind ganz persönlich den Segen Gottes zugesprochen. Und es war wirklich ergreifend und wunderbar zu sehen, wie die Augen vieler Kinder gestrahlt haben bei diesem Segen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ja, Gottes Segen ist etwas Wunderbares, etwas, das uns eigentlich viel öfter zum Strahlen bringen könnte. Er möchte uns mit seinem Segen begleiten, nicht nur, wenn die Schule neu beginnt, sondern in jedem Lebensabschnitt. Und besonders dann, wenn wir es vielleicht gerade mal schwer haben, wenn wir in Not, in Sorge oder in Krankheit sind. Er möchte für uns da sein, mit seinem Segen. Und er möchte damit uns auch zum Strahlen bringen. Lassen wir Gott in unserem Leben wirken, damit auch unsere Augen strahlen können. Mit herzlichen Grüßen aus Wildberger Hütte, Ihr Pastoralreferent Simon Blumberg.